Ein großartiges Konzerterlebnis gibt's demnächst in Knittelfeld. Der Kiwanis-Club Farach ad Undremas lädt zum Frühlingserwachen gemeinsam mit der Star-Pianistin Iva Schell, Ehefrau des unvergesslichen Maximilian Schell. Und gemeinsam mit dem Kammerorchester Argento in Knittelfeld unter der Führung von Professor Magister Lore Schrettner. Grüß Gott, ich darf Sie ganz herzlich einladen zu einem wunderbaren Konzertabend mit Iva Schell, das Frühlingserwachen, und meinem Kammerorchester Argento unter meiner Leitung am Donnerstag, dem 5. März um 19.30 Uhr ins Kulturhaus Knittelfeld. Die Opernsängerin Iva Schell stammt aus Deutschland und sie ist die Witwe des berühmten Oscar-Preisträgers, Schauspieler Maximilian Schell, und lebt derzeit in Österreich. Eingefädelt hat das Ganze die Präsidentin des Kiwanis-Clubs Farach ad Undremas, Frau Silvia Noé, deren Mann der Cousin von Maximilian Schell ist. Und deswegen haben wir die Ehre, dass wir mit dieser bekannten und beliebten Sängerin auftreten dürfen. Erstmals in der Steiermark singt sie, und zwar Operettenmelodien aus der Ära der goldenen und silbernen Operettenzeit. Und natürlich sind da viele bekannte Melodien von Leha, Kallmann, Stolz und so weiter und Johann Strauss natürlich dabei. Also das sollten Sie nicht versäumen, dieses wunderbare Frühlingserwachen am 5. März im Kulturhaus Knittelfeld. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Raiffeisenkassen Judenburg und Knittelfeld.